Herzlich willkommen zu einem neuen Teil Nordbau AG Insight. Heute stelle ich euch mein neues Förderband vor, was mir ein befreundeter Modellbaukollege gebaut hat. Ja, ich sag mal gleich ein bisschen was dazu, was ihr seht, wie es aufgebaut ist, und zeige euch mal nachher, wie es funktioniert. Das Förderband besteht aus Stahlblech, was lasergeschnitten wurde. Ihr seht hier oben das eigentliche Band. Das besteht aus einem Gummimaterial mit Gewebe und ist absolut reißfest. Es kann irgendwann sein, dass sich das Band etwas dehnt. Dann kann man das Band noch nachstellen. Ich zeige euch auch gleich wo. Das ist aber alles kein großartiges Problem. Das Band darf nur minimal gespannt sein, damit es sich, wenn Fördergüter hier drauf liegen, dementsprechend auch so durchdrücken kann und es dann auf den Kugellagern, die ihr hier vielleicht seht, hier an der Seite, dort aufliegt. Also mehr darf das Band gar nicht gespannt sein. Am eigentlichen Schüttbunker oder Übergabepunkt, wo das lose Material eingefüllt wird, seht ihr hier noch einen Schutz, der dafür da ist, damit das Fördergut nicht irgendwie vom Band runterfällt und Lebensband laufen kann. Die Gesamtlänge des Förderbands ist 1,20 Meter lang und die Auskipphöhe oben am Förderband ist jetzt zurzeit 40 cm. Der Motor des Förderbands ist oben und innen liegend und er zieht das Förderband nach oben. Er schiebt also nicht von unten, was ein Vorteil gegenüber anderen Bändern ist, beziehungsweise dadurch funktioniert dieses Band auch. Der Antrieb erfolgt über ein Kettenrad mit einer Rollenkette. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so sehen könnt. Hier oben seht ihr noch einen Stecker. Dort wird das Förderband jetzt nicht mit Strom versorgt, sondern das ist ein Übergabepunkt zum Beispiel zu einem nächsten Förderband. Das Förderband wird hier mit Strom versorgt. Das zeigen wir euch gleich. Und ihr seht vielleicht jetzt hier auf dem Video schon an der Kamera, dort ist ein Besen angebaut, der dann auch das Förderband von innen nochmal reinigt, falls irgendwie grober Dreck dort irgendwo anhaften sollte. Beziehungsweise so kann nichts weiter runterrollen. Das gleiche seht ihr nochmal hier. Da ist noch ein Besen, also der zweite oberhalb, also oben am Förderband, welcher auch zur Säuberung des Bandes dient. Die Stützfüße sind in der Höhe verstellbar. Und zwar insgesamt um 14 cm, so dass man sich das Band nach seinen Wünschen von der Auskipphöhe einstellen kann.
So, das Band ist jetzt angeschlossen. Das heißt, es wird mit Strom versorgt und wir stellen es mal einfach an. Ihr seht, das Band wird oben gezogen. Ich mach's mal ein bisschen schneller. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf diesem Channel. Tschüss. Thank you.